Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker hier in Riff Numero. Naja, es ist das Vier-Augen-Riff. Es ist unser sechstes und letztes Riff, also sucht's euch aus. In diesem Riff haben wir auf jeden Fall schon mal eine Schatzkarte, die wir heben müssen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob das Geräusch zu diesem Schatz kommt, aber... Oder von diesem Schatz sollte ich vielleicht eher sagen. Das glaube ich eher richtig. Egal. Ich habe keine Ahnung, ob es dieser Schatz ist oder die paar tausend anderen hier. Holy moly, holy cow. Ja, treffen wir gut. Treffen wäre... Oh Gott. Ich habe ja genug Bomben, ne? Ich kann ja rumballern, wie ich will. Oh Gott. Okay, das war jetzt mal ein Fail. Umdrehen, 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 ja, schießen, ja, treffen, sehr gut. Puh. Also das Kanonenboot, wie ihr jetzt gesehen habt, gezählt. Ja, genau, Link. Ich wollte nicht abspringen, aber passt schon. So, dann gucken wir mal. Vier-Augen-Riff. Falsch. Auch falsch. Da. Ich bin ja fast drauf sogar. Ein paar Millimeter noch nach hier. Und dann sind wir auch schon da für diesen Schatz. Mal abgesehen von den ganzen anderen jetzt. Nur dieser Schatz, der auf der Schatzkarte verzeichnet ist. Und ich werde mir einen Schluck genehmigen. Während wir den Schatz heben. Toll. Du hast die große Feenkarte gefunden. Sie zeigt dir, wo sich die Feenkönigin und die großen Feen aufhalten. Sieh mithilfe von den Dingensbummens da nach und dann ist alles voll genial. Warum gefällt mir das jetzt nicht? Ist eigentlich ganz einfach. Könnt ihr euch auch denken. Wir sind eigentlich... im Großteil fertig mit den Feen. Und was noch schlimmer ist, ist die Tatsache, dass man, um das überhaupt zu finden, nee, gut, das muss man nicht gemacht haben, aber ich meine, Feenkordial, Mutter-Kind-Insel, Feenkordial, Feenkordial, Feenkordial. Also nicht alles davon, aber das meiste ist auf Feenkordialen. Das hier, Feenkordial. Dornarm, Feenkordial. Weil sie irgendwie noch ein Feenkordial reinquetschen mussten, ne? Weil das ist das westliche, nördliche, das östliche. Irgendwo hier, da ist das südliche. Aber sie braucht noch eins. Also ist das Dornarm, Feenkordial. Habe ich noch nie drauf geachtet, aber meine Güte. Die Namensgebung ist ja mal brillant. Könnte das von hier aus reichen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Ich habe keine Lust, so weit zu laufen diesmal. Aber ja, ich finde es halt nur ein bisschen spät im Spiel. Da man, wie gesagt, um die Riffe zu erobern, beziehungsweise um die Schatztruhen hier zu kriegen, muss man Ariel gerettet haben. Ne, das reicht nicht. Und... bis dahin hab zumindest ich normalerweise schon die ein oder andere Fee gesehen, hab meistens auch schon die Feenkönigin gerettet. Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich das halt einfach nur richtig spät. Naja. Deswegen mag ich diese Karte jetzt nicht. Diese verdammte Karte. Ich habe mein Leben riskiert, um in diesem Riff Schätze zu heben. Und das ist mein Dank. Na gut, na schön, na fein. Und ich laufe das Riff entlang.
Einfach nur, weil wir können. Falls jemand fragen möchte, warum hast du das getan? Einfach nur, weil ich kann. Das sieht aber auch so aus, als würde ich da nicht drauf kommen. Kann ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, von welcher Position aus ich da drauf springen muss. Bei all den anderen Riffen war es kein Thema, aber hier... Ja, obwohl... Das kann funktionieren von hier aus. Das ist zumindest, glaube ich, höher als das andere, aber... Auch nicht so extrem. Muss ich genau auf diese einen Stelle landen. Da, wo es nicht rutschig ist, damit ich da nicht abrutsche. Das ist ja... Herz aller Liebs. Okay. Jawohl. Jawohl. Und dann mit Karacho abspringen. Bisschen mehr nach hier. Jawohl, 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 jawohl. Ah, okay. Okay. Alles cool. Das waren meisterliche Sprünge, eine Meisterleistung schlechthin. Schatzkarte ist unser. Wunderbar. Siehst du sie dir mit Hilfe von den Dingern an? Dann kommen Teile und das ist wunderbar. Ja. Gut. Ich glaube, diese Dornampf, das Dornampf-Feenkordial könnte aber genau die Fee sein, die mir momentan noch fehlt. Wenn ich so drüber nachdenke, aber gut. Vogelmann-Plattform, okay. Na, ja, da kann ich nach Draconia, zur Vogelmann-Platz, dann nach Isla Rabunzla. Und wenn ich denn so möchte. Oder wir fahren zur C4-Insel. Ich tendiere gerade erstmal wieder ein bisschen die Story ein bisschen voranzutreiben. Und wenn es nur ein kleines bisschen ist. Also würde ich momentan eher zur C4-Insel fahren. Ich weiß doch nicht. Ein paar Schätze heben kann ich ja. Ich kann auch erstmal zur C4-Insel fahren. Fahr ich erstmal zur C4-Insel. Ich meine... Meine wirklich treuen Zuschauer, ihr guckt euch ja eh alles an, dann ist es egal, in welcher Reihenfolge ich das mache, wann ich das mache, in welchem Video das mache, weil ich es machen werde. Und es ist nicht so, dass ich in irgendeinem Video jemals irgendwie nichts gemacht habe. Okay. Da sind wir schon wieder. Portemonnaie bei Nacht ist auf jeden Fall nett anzusehen. Mittlerweile. Dadurch, dass wir das Leuchtfeuer auch gestartet haben. Ich gehe jetzt nochmal in die Auktion, denn ich weiß, dass sie eigentlich mal was anderes anbieten muss. Ich weiß aber nicht, ob ich dann dieses dämliche Glücksamulett auch noch ersteigern muss. Ich meine nämlich nicht. Bla 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 bla. Unbedingt. Können wir. Ist halt nur die Tatsache, dass jedes Mal, wenn ich hier bin, mir dieses Glücksamulett vor die Schnauze gelegt wird. Und ich weiß, dass es das gibt. Das ist ja auch schön und gut, aber trotzdem. Ja. Er sagt ja selber, der Gegenstand ist schon mal woanders gewesen. Ist ja auch schön und gut. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Dass ich es überhaupt ersteigere. Ich werde es bereuen. Ich sehe es kommen. So. Aber dann seht ihr mal, wie das läuft, wenn man hier mitsteigert. Momentan steigert. Wow, das war mal eine nette Steigerung. Erst steigern die Leutchen da alle mit. Längst zu sich, das Druck ist mal wieder unbezahlbar. Dieses, ah, wie kannst du es wagen? Ich werde sowas von bereuen. Der hat da oben eine Schatztruhe. Ha. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich irgendwie an die Schatztruhe rankommen konnte. Herrlich.
Weil ich meine, Link klettert hier nicht so wirklich drauf. Deswegen wüsste ich gerade nicht, wie ich da dran komme. Unsere Zeit geht langsam zur Neige, ist noch völlig okay, aber in dem Moment braucht ihr noch nicht bieten. Ich hasse euch. Ich hasse euch. So viel Geld, was ich jetzt aus dem Fenster werfe, nur um zu gucken, ob dann wenigstens danach das Zeug kommt, was ich will. Oh Gott. Oh Gott, es ist ein Glücksamulett, Leute. Hört auf zu bieten. Oh nein. Hört auf zu bieten. Ja, jetzt muss ich auch gleich bieten. Oh mein... Leute... Ach... Oh mein Gott. So, bei diesen paar Sekunden kann man dann deutlich mehr bieten. Ich glaube, normalerweise sind das so... Ja, das sind hier 22 Rubine, das reicht, glaube ich, sogar schon. Oho. Da sind die anderen erstmal buff. Der Knirps hitzt sich für die Konkurrenz. Jetzt ist es eine Katastrophe, bla bla. Ja. Dann sind die Leute ausgenockt. Ihr habt ja gesehen, wir hatten nur noch 8 Sekunden. Jetzt sind die letzten 5 Sekunden. Im Normalfall erholen die sich nicht mehr und es ist unsers. So einfach ist das. Da darf man nicht neidisch sein. Das ist ein verficktes Glücksamulett. Da dachte ich, Rubine den Gulli runter. Ah! Oh mein Gott. Ich hoffe einfach mal, dass es das jetzt wert war, weil eigentlich wären da noch eine Schatzkarte und ein Herzteil versteigert, und jedes Mal, wenn ich offscreen jetzt mittlerweile da reingegangen bin, gab es nur dieses Glücksamulett jedes Mal. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gedacht, erst steigern wir es einmal. Denn dann kann es laut Beschreibung nicht mehr da drin landen. Und wir müssen eigentlich weiterkommen können. Wie viel habe ich jetzt davon? Ich glaube, ich habe jetzt sowas von... Sowas von 9 Stück, ja, wow. Ich glaube, die kann ich noch verhökern gehen. Gut, in diesem Part erledige ich irgendwie wenig, aber... Hey, darf ich auch mal. Gehe ich die Dinger verhökern. Dann kann ich wieder auf Nacht schalten und dann können wir mal gucken, was anderes da drin ist. Ich kann es ja wenigstens mit B abbrechen. Ich muss mir das nicht alles ansehen. Das ist zumindest etwas. So, du da. Guck mal hier. Mehr von dieser Scheiße. Ja, wie auch immer. 60 Rubine. Ja, nehme ich. Heb schon auf. Ach du Sack. Heb schon auf. Ich das schon wieder höre, ne? Naja, so kommt man zumindest an die Schatztruhe ran. Sehr schön. Toll. Super. Aber ja, ich finde es ein bisschen seltsam, dass er sich hier nicht festhält. Aber gut. Das lasse ich dann mal so stehen. Läuft wahrscheinlich unter... Wenn Link sich hier nicht festhalten will, dann will sich Link hier nicht dran festhalten. Irgendwie sowas. Ist völlig okay. Und jetzt bitte. Irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Einfach nur... Kein Glücksamulett. Sonst habe ich diese unglaubliche Befürchtung, dass mein Spiel insofern... kaputt ist, dass ich nur hier Glücksamulette kriege, und das wäre sehr, sehr schlecht. Dann könnte ich mir nämlich die ganze Chose sparen,
mit allem sammeln, weil mir dann ein Herz oder eine Schatzkarte fehlen würde. Einfach nicht schön. Dieses welche. Ja, danke. Eine Schatzkarte. Er fängt für... Das andere war Glücksamulett. Ist das traurig. Die 180 Rubine für ein Glücksamulett. Dann fangen die hier mit 5 an. Beim Glücksamulett war 40. 40 ist ein angemessener Preis. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine Rubine reichen. Jedenfalls, wenn ich drüber nachdenke, frage ich mich jedes Mal, warum? Warum? In diesem Spiel setzen sie so viel auf Rubine, was ja auch völlig okay ist, weil man sammelt die halt am laufenden Band. Man hat immer Möglichkeiten, irgendwo Rubine zu kriegen. Und im Gegensatz dazu kam dann der Nachfolger Twilight Princess raus. Und der hatte so viele Rubine da drin, die man für nichts brauchte, dass man sogar die Rüstung bekommen hat, die die Rubine verschlungen hat. Ich meine, was ist das denn? Wenn es sie hier drin geben würde und mich unverwundbar machen würde, was es nicht tut, dann wäre die zumindest so ein Spiel mit dem Feuer. Ich wäre unverwundbar, aber ich hätte nicht mehr genügend Rubine, um irgendwas zu machen. Ja, natürlich. Treibt den Preis in die Höhe. Super. Macht ihr toll. Ihr kommt doch nicht mal aufs Meer raus. Ihr habt doch nicht mal ein Boot oder einen Greifhaken oder sonst was. Nicht mal du, obwohl du aussiehst wie ein Seefahrer. Du, Opa. Du doch erst recht nicht. Echt, ey. Ja, natürlich, Sonja. Du verschenkst Schatzkarten von deinem Sohn. Ich will ja nichts sagen, aber von deinem Sohn. Brunhilde, du bist nur am Rumklatschtratschen, wie auch immer. Die letzten 5 Sekunden, yay. Ach, halt's Morgorm. So. Dammit. Ich weiß, da bin ich echt so viel am Rummeckern, aber meine Güte. Link sagt ja nix. Da muss ich das ja machen. Halt die Klappe mit meinem Geld. Sollte der vielleicht mal den anderen sagen? Ich meine, kein Boot. Noch nie auf See gewesen. Gar nichts. Aber eine Schatzkarte ersteigern wollen. Ja, das ist bei Portemonnaie. Ich wollte schon sagen, kommt mir so bekannt vor. Aber ja, ja, das ist bei Portemonnaie. Können wir ja eben heben gehen, wenn ich schon dabei bin. Puh. Na, ja, es ist jetzt schon verschwunden, aber man hat's gesehen. Warum? Warum? Ich hasse es, wenn jedes Mal da automatisch rausgeht. Ja, ist richtig, ne? Ja. So. Geradewegs drauf zuhalten. Komm, 200 Rubine. Dann hat sich so gelohnt. Naja, nicht richtig, aber dann kriege ich 55 Rubine zumindest obendrauf wieder zurück. Ah!
Ich will die Karte zurückgeben. Brunhilde darf sie haben. Ich will die gar nicht haben. Diese Karte ist völlig nutzlos. Oh Mann. Oh Mann. Ich fühle mich so hintergangen. Ist vielleicht nicht das beste Wort dafür, aber es passt. Ich kann ja diesen Rubin den armen alten Herrn da drüben spenden, ich meine. Warum auch nicht? Oh Mann. Ein Rubin. Ich habe also im Schnitt 144 Rubine verloren, um diesen einen Rubin dazu bekommen. Das ist ja echt herzallerliebst. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Vielleicht bieten wir auch nochmal auf etwas, aber dann ist gut für heute. Das war Schock genug. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die bieten hier sogar zwei Schatzkarten an. Bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Ein Herzteil. 80 Rubine, Gott. Das Ding wird mich ein bisschen kosten, aber gut. Das Ding ist klein. Wenn ich mir das gerade so ansehe. Und auch hier bleibt die Frage bestehen, warum bieten diese Leute mit? Beim Herzteil. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie die immer verschenken. Als wäre das nichts. Ja, ich habe gerade mein Lösungsbuch rausgekramt, um nachzulesen, ob man hier mehr Schatzkarten holen kann. Totaler Betrug, aber hey, ich biete ja nicht mit. Zumindest nicht am Anfang. Greifen Sie bitte mehr in die Taschen. Ich brauche noch mehr Geld. Furchtbar. Immer diese geldgierigen Typen. Wenn ich es ungefähr unter 200 kriege, ist das ein guter Preis. Kann ich zumindest mal so sagen. Wenn es denn funktioniert. Und ja, es gab noch eine Schatzkarte hier. Okay, es gibt zwei. Dann habe ich natürlich sofort die wunderschöne und arg hinterlistige bekommen. Ein bisschen höher gehen. Die haben bestimmt Turbo-Controller, damit die überhaupt bieten können, die Leute hier. Nur noch wenige Augenblicke. Ja, ein bisschen über 200 Rubine muss ich jetzt springen lassen schon, aber passt schon. Letzten 5 Sekunden. 210 Rubine. Missauktion. Super. Also werde ich offscreen mir noch die andere Schatzkarte holen. Ihr habt jetzt jedenfalls die Auktion gesehen. Interessant ist es ja auf die Dauer nicht. Deswegen, ich verabschiede mich hier von euch, Leute. Beim nächsten Mal bin ich noch ärmer. Wunderbar.
Auf Wiedersehen und tschüss.